Oh. Jetzt komplett alles voll Spam. Jetzt geht's los. Die Magietruhe wird geöffnet. 571 Gold, 5-mal die Königsriesen, 33 Eisgeister, 49 Eisfeuergeister. Oh mein Gott. Varian, du bist cool. 8-mal den Inferno-Turm. Wenn jetzt 23 oder 30. So, ist es jetzt nicht mehr asynchron? Das sollte eigentlich jetzt nicht mehr asynchron sein. Schreibt mal rein, ob das asynchron ist. Also, ob das jetzt nicht mehr asynchron ist. Okay, Ares? Ares, kannst du dich mal bitte darum kümmern? Ares, kümmer du dich mal bitte um die, dass du jemanden kickst, der jetzt raus kann, damit wir, damit alle in den Clan können, kommen. Würdest du dich darum kümmern? Also jetzt soll es auf jeden Fall nicht mehr asynchron sein, weil ich, oh, die schalten sich nicht gegenseitig aus, okay. Weil ich nämlich jetzt die die Mikrofonverbindung auf 1000 hochgesetzt habe. Nice, 30 Zuschauer. Jetzt werde ich auf jeden Fall ein Turnier erstellen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Dann werde ich auf jeden Fall ein Turnier erstellen. Bleibt auf jeden Fall da. Das würde mich mega freuen. So, der Scharfrichter auf jeden Fall hier nach rechts. Und jetzt haben die beiden, schalten sich jetzt fast gegenseitig auf. Ah, moin, was geht? Oh. Nice, Jungs, da ist die erste Spende. Ey, vom Kostgame. Hey, Daniel, grüß mal Finn. Ja, auf jeden Fall. Moin, Finn, was geht? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich hätte gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Dankeschön, Kostgame. Damit steigt er auf, ja, 12 Euro. Alter, Kostgame, hast du mich gerade erschrocken. Also, Dankeschön an dich, Bruni. Also, du bist echt ein guter Freund. Dankeschön. Ja, der Kleine ist voll, deswegen soll sich Ares mal darum kümmern. Alter, wie laut das plötzlich war. Wie laut das plötzlich war, das war ja richtig krass. Oh man. Ey, Kostgame. Was ist denn bei dir los? Okay, wenn ihr jetzt das Turnier wollt, dann schreibt's noch mal rein. Und dann werde ich auf jeden Fall das Turnier machen. So, nochmal einen kleinen Zap raufgehauen. So, und jetzt habe ich einen relativ guten Push am Start. Aber das Kampfholz hätte ich gar nicht gebraucht. Ups. Naja, Alter. Daniel 14 Tanz für Geld. Auf jeden Fall. Oh man. Jetzt geht's schon wieder los. Genauso wie auf Twitch. Sau krass von euch, auf jeden Fall. Schreibt es mal rein. Wird das jetzt auch aktualisiert eigentlich? Also, das Kostgame jetzt 12 Euro hat? Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich hoffe mal, es wird trotzdem angezeigt. Schneller Zap am Start. Nochmal gutes Kampfholz. Da reingehauen. Perfekt. Nochmal einen guten Feuerball. Ja, perfekt. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Hit rausbekommen. Nicht schlecht, danke. Ja, ich mache auf jeden Fall Turnier. Wenn ihr jetzt nochmal die 30 Zuschauer knackt, dann mache ich das. Weil wir haben ja jetzt gerade 27. Wenn wir 30 haben. Oh, Junge! Ey, was ist denn heute los bei dir? Also, ich will ja nichts sagen, aber das ist übertrieben laut. Ich habe das extra laut eingestellt. Alter. Junge, dankeschön, aber was geht denn jetzt gerade hier ab? Ey, meine Ohren fliegen ja fast weg. Meine Ohren, also. Oh man, ey, wie krass, dankeschön. Lol. Okay. Wenn wir jetzt eben halt die. So, jetzt kommt nochmal ein schnelles
Kampfholz, was zu schlecht war. So, jetzt kann ich hier vielleicht durchziehen, wenn jetzt die Skeleton Army oder so kommt. Dann hat er ja schon verkackt. Ah ne, es kommt ein Knall von mir und ein Fireball. Okay, der Fireball, den hätte ich mir sparen können. Aber ich könnte noch mal Elite-Barbaren setzen. Mal ein bisschen pushen. Ey, aber danke. Danke, ich kann nicht mehr als Danke sagen. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal kurz runterstellen, denn es ist wirklich zu laut. Es ist wirklich zu laut. Ich muss es jetzt mal kurz runterstellen. Sonst ist das wirklich zu blöd. Auch wenn es lustig war. Ja, sorry. Ich muss das jetzt einmal kurz runterstellen. Mache ich auf jeden Fall. Ja, es ist auch alles in der Testphase. Also. Ich muss aber nur einmal den Kampf zu Ende machen. Dann, ich glaube, da kommt jetzt irgendwie Skeleton Army. Aber. So, jetzt nochmal schnell den Ofen platziert. Oh, hi, was geht? Ey, kluger Kevin, was geht? Moin. Dich kenne ich auch. Da, ich war ja mal mit dir in so einem Clash Royale Turnier. Kenne ich dich auf jeden Fall. RIP. Ich verlose gerade Moderator. Frag mich, warum ich gekickt wurde. Ja, das liegt daran, dass. Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. So, jetzt muss ich aber noch einmal aufpassen. Jetzt muss ich noch einmal den Sepp setzen. Hier kann man auch. Ja, und es ist unentschieden bei einer Herausforderung. GG, nicht schlecht. Ich muss es einmal hier kurz runterstellen. So, wo ist es denn hier? Alertbox Clash Royale. Glück. Geil, machst du einen Stream-Clan? Ich. Bang Bros eSport ist eigentlich schon. Ja, wie soll man es nennen? Mein Hauptclan. Also. Das ist auf jeden Fall nice. Oh, wir spielen gegen Boom 1-1. Okay, wir kommen jetzt mit einem Riesen-Push. Oh, Valkyrie Level 6. Okay. 24 Zuschauer. Dankeschön auf jeden Fall für euren ganzen krassen Support. Wer guckt alles auf dem Handy und wer guckt alles den Stream nebenbei mit Clash Royale eigentlich? Also wer guckt eigentlich jetzt gerade nur den Stream und wer spielt nebenbei noch beim Turnier mit? Das würde mich mal interessieren. Wer sagt mir das? So, guter Knall. Was für ein Feuerball. Das war krass. Krasser Feuerball. So, da kommt jetzt direkt der nächste Ofen. So, der nächste Ofen ist auch wieder am Start. Perfekt. Der bekommt einen Hit. Ja, okay. Hab zu wenig Pokis. Oh, okay. Das ist blöd. Da kann ich leider keinen Testkampf gegen dich machen. Das geht nur, wenn man hier im Clan ist. Gutes Spiel auf jeden Fall. PC-Stream, Handy-CR. Ja, das ist doch eine gute Mischung, oder? Das ist doch normal. Okay, mal kurz den Eisgolem und die Elite-Barbaren. Können den Bowler ausschalten. Oh, jetzt kommt da so ein krasser Push wieder. Das ist so übertrieben. Wir setzen einfach mal einen Knall. Und da fällt der Turm. Denn der Riese gönnt sich jetzt einfach mal so den Turm. Und die Hälfte der Lakaien ist auch down. Gutes Spiel auf jeden Fall. Gucke nur den Stream. Ja, das ist doch. Dankeschön auf jeden Fall nochmal für alles. Dankeschön an Cost Game. Das war jetzt schon wieder ein komplettes Highlight. Komplettes Highlight-Video-Stream hier. Also, das ist so krass. Boah, das war flawless bis jetzt. Auf jeden Fall sau krass. Ich gucke nur den Stream, okay. Okay, jetzt will das nochmal wissen mit dem Bowler-Push. Okay, nochmal guter Henker vielleicht. Ja, das war ein guter Henker. Gutes Kampfholz. Und nochmal ein Eisgolem gesetzt. Ne. Er wird wahrscheinlich auch noch nicht mal Schaden am Turm bekommen. Schade, aber gutes Game bis jetzt. Auf jeden Fall sehr gutes Game. Wir setzen nochmal einen Ofen. Das Turnier kannst du einfach suchen nach Daniel Plays. Hab zu wenig Pokale, kannst du die runter machen kurz. Ich glaube, das ist leider nicht möglich. Leider. Aber okay. Da müsstest du mal einen Moderator anschreiben. Dann könntest du das machen. Wenn du einen Moderator anschreibst, dann geht das auf jeden Fall. So, den ersten, also 17 Zuschauer für CR.
ist echt gut, muss ich schon sagen. Also ich bin richtig froh, dass ihr alle dabei seid und mich so hart unterstützt. Und ja, eure Meinung dazu wird mich immer in den Kommentaren interessieren. Und so, mein Clan heißt Bang Bros eSport, an alle, die es nicht wissen. Das ist ein Clan, den Mercy gegründet hat. Mercy 1895. Und er ist auch in der Donation-Liste, denn er hat auch schon gespendet. Und immer noch Official Cost Game mit ungefähr, wie viel Euro waren das? 18? Er hat mir jetzt einfach schon 18 Euro gespendet. Und das ist so übertrieben krass. Also, krasser geht's nicht. Jetzt nochmal kurz den Ice Golem gebracht und so, immer noch beide flawless. Erst aus Nova 1 FFM. Okay. Okay. Ja, also ist nicht schlimm. Ich war auf 3100. Ja, dann sollst du eigentlich auf jeden Fall in den Clan kommen können. Weil das ist eigentlich relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, wie Ares das sieht, denn er ist Zweitanführer, aber eigentlich sollte das normal sein. Für Level 10. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich war mit Level 10 bei 4000 Trophäen, aber ansonsten, ja, ist das eigentlich nur als Normalspieler okay. Als Normalspieler ist das gut. So, jetzt noch mal kurz hier ein bisschen Schaden gemacht. Der Henker, oh, der Packer ist eben halt so stark. Der Packer ist so stark. Also, jetzt muss ich mal schauen, wie kann ich noch mal kurz den Packer ablenken? Oh, und Friedhof, wie viel Elixier hat der? Oh nein, nicht schlecht auf jeden Fall. Den Turm, den müssen wir fallen lassen. Okay, hat er auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Da müssen wir auch noch kurz einen Eisgolem hinsetzen, damit der Packer keinen Hit mehr am Turm bekommt. Aber wir werden weiterhin mit dem Ofen auf dieser Seite pushen. Er spielt für ihn halt Friedhof. Friedhof bin ich so noch nicht so gut dabei. Ja, Clash Royale. Also, wenn du bei 4000 Trophäen bist, dann komm einfach in meinen Clan. Es ist ein Platz frei. Es ist auf jeden Fall ein Platz frei. Wir sind nur 49. Okay, jetzt kommt ein fetter Push. Nochmal Clash Royale. Zack. Und nochmal hier ein Sepp reingesetzt. Oh, das ist krass. Das ist ein guter Push. Das ist ein sauguter Push. Zwei Riesen. Hier nochmal kurz ein Kampfholz für alle anderen. Ey, wenn ich jetzt den Turm nicht bekomme, das wäre so bitter. Oh, das ist so ein krasser Push. Ja, aber ich sollte den Push. Kriege ich den Turm? Boah, war das knapp. Also. Das war auf jeden Fall nice. So, jetzt nochmal Elite-Barbaren reingesetzt. Und ich habe einen Sepp bereit. Okay, er setzt zwar den Packer, aber das ist kein Problem. Denn wir setzen nochmal kurz einen Sepp. Und dann sollte das Ding eigentlich auch geregelt sein. Oder fast geregelt sein. Auf jeden Fall gutes Spiel. Bis jetzt. Dann machen wir jetzt noch mal kurz einen Riesen-Push. Oder erst hier Ice Golem hin. Dann den Henker. Dann den Riesen. Und dann sollte das auf jeden Fall alles fit gehen. So, haben wir ein Kampfholz. Kampfholz haben wir gesetzt. Und der ist down. Perfekt. Vielleicht ein Hit? Nein, nicht kein Hit. Egal, dann werden wir es jetzt nochmal hier kurz mit dem nächsten Feuerball auf jeden Fall vollenden. Wir haben ja sehr guten Push aufgebaut, muss ich ja schon sagen. Vier Feuergeister, da muss er selben. Okay, der Packer wird rübergezogen. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und da kommt das Kampfholz. Cooles Spiel. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut. Haben wir noch gewonnen mit 3-0. 3-1, sorry. 3-1, sehr gut. Naja. Hey, wir suchen noch aktive Member. Ich werde mitmachen. Ich bin Level 9, habe Elektromagier Level 1 und Inferno Dragon auf Level 2. Ja, das ist eigentlich auch ganz prickelnd. Wenn ihr mal noch ein paar Folgen vorproduziert. Aber da ich mir gedacht habe, da zurzeit Clash Royale so groß. Oh, Cost Game! Da zurzeit Clash Royale so gut im Hype ist, habe ich mir gedacht, kann ich doch mal eher mehr Clash Royale bringen. So, auf jeden Fall jetzt erstmal die beiden Elite-Barbaren. Und dann haben wir auf jeden Fall gleich auch den Sepp bereit. Oh, er muss den Miner setzen. Da setzen wir einfach einen Scharfrichter und da wird alles von mitgenommen. Er setzt auch einen Ofen. Komm, bitte nimm noch einen mit. Perfekt. Ja, da ist der Henker. Ein übelster Overkill auf jeden Fall gegen. Große Pause, Cost Game. Da strenge ich mich jetzt auch mal an. Oh, das war kein. Oder doch, das war ein guter. Das war ein guter auf jeden Fall. So, setzen wir jetzt erstmal
einen Riesen nach ganz hinten. Und dann kommt... Ja. Oh, keiner. Keiner kommt durch. Kein Feuergeist. Durchgehend 20 Zuschauer. Auf jeden Fall krass. Pokémon Schwarz. Pokémon Schwarz ist krass. Oh, er spielt Pekka. Er spielt Pekka. Was für ein Lappen. Cosgame, du kleiner Lappen. Wieso spielst du denn Pekka? Schreibt mal alle in den Chat, Cosgame ist ein kleiner Lappen. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Ist das natürlich nicht ernst gemeint. Jetzt, weil wenn dann wieder manche kommen und sagen, hey, du beleidigst Cosgame. Cosgame ist ein cooler Typ. Muss man schon sagen. Ist auch ein guter Freund. So, Daniel, schau mal im Zweitclan vorbei. Ja, ich hab gerade den Zweitclan vorgestellt, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Okay, er sitzt. Na, schnell ein... Okay. Und jetzt ein Scharfrichter dahinter. Nice. So, wenn jetzt da irgendwie Minions oder so kommen. Oh, krass. So, Elite-Barbaren dazu. Das ist ein guter Feuerball. Denn da geht, sollte der Pekka auch down gehen. Nee, doch nicht, schade. Trotzdem ein bisschen mehr Schaden gemacht als Cosgame. So, den Riesen auch am Start. So, Eisgolem. Da den Scharfrichter. Dann ein gutes Kampfholz, damit auch die Feuergeister down gehen. Oh, nices Game bis jetzt. Okay, er setzt ein Lightning. Wir setzen einmal die Elite-Barbaren. Und einen Feuerball. Okay, ein Kampfholz. Das Kampfholz war nicht schlecht, muss man schon sagen, aber weitergebracht hat es uns jetzt nicht. Ich glaube eher, dass es jetzt hier ein Unentschieden wird. So, den Eisgolem. Und dann den Henker. Da kommt direkt der nächste Packer. Boah, geil. Einfach mal Elite-Barbaren über die andere Seite. Jetzt hat er gerade kein Elixier. Feuerball doch die ein Elixier-Skelette, Mann. Krass. Nochmal kurz gesappt. Den Eisgolem rein. Und das war eine saugute Entscheidung. Nochmal kurz den Scharfrichter rein. Boah, ey. Das ist so übertrieben knapp, dieses Game jetzt hier schon wieder. Ich setze einfach mal ein Kampfholz ein. Und dann Elite-Barbaren dazu. Dann ein Feuerball. Okay, ich brauche nur noch einmal durchcyclen. Und er braucht eigentlich auch nur noch mal kurz durchcyclen. Nein! Sepp! Nein! Schade, gutes Spiel, aber trotzdem nicht schlecht. Auf jeden Fall gutes Spiel, muss ich schon sagen. Oh, was war das denn wieder für ein Game? Ja, mache ich gleich. Also auf jeden Fall gutes Spiel. Schreib auch mal GG rein. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mitten im Livestream, wie ihr es hier sehen könnt. Wir öffnen heute eine Goldtruhe, eine Magietruhe und die Clan Chest. Und alle, die jetzt hier im, hier im Livestream dabei sind, können jetzt hier mal was schreiben. Und ja, Cosgame ist auch dabei. Ihr könnt alle sehen, wenn jetzt jemand followt und so weiter, ist das live in der Aufnahme. Und wir öffnen heute... Ja, diese drei Truhen und seid auf jeden Fall dabei und schreibt was in die Kommentare. Und ja, wenn euch dieses Chest-Opening gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das würde mich mega freuen. Und ja, wir beginnen jetzt erstmal mit der goldenen Truhe. 11-mal die Lakaienhorde, 22-mal die Barbaren, 4-mal ein Eisgolem und einmal den Tornado. So, weiter geht's. Wir öffnen die Clan-Chest. Dort 1404 Gold, 16-mal die Barbaren, 32 Sperrkobolde, 7-mal den Hawk Rider, 72 Königsriesen, 89 Eisgeister, 16-mal das Rambok und 2-mal den Klonzauber. Leider keine Legendary Card, aber jetzt kommt ja noch die Magietruhe. Jetzt macht mal alle hier jetzt komplett alles voll spam.
Jetzt geht's los. Die Magietruhe wird geöffnet. 571 Gold, 5-mal die Königsriesen, 33 Eisgeister, 49 Eisfeuergeister. Oh mein Gott. Varian, du bist cool. 8-mal den Inferno-Turm. Wenn jetzt 23 oder 30... Oh, schade. Keine Legendary. Leider keine Legendary. 15-mal das Mega-Minion und 3-mal den Dunklen Prinzen. Leider keine Legendary-Card. Aber, naja, wir werden jetzt noch einen Testkampf machen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Also, es waren keine Legendary, aber jetzt gleich kommt ja noch im Stream noch ein weiteres. Also, ihr seid jetzt auch im Video...